Glück auf und willkommen zurück zu Risen, wo wir uns an Tristans Hof befinden. Ah ja, genau, wir wollten ja hier oben die Wölfe plätten. Hatte ich ja fast vergessen jetzt, hör mal. Gut, Wolfies, passt mal auf hier, ich habe eine Armbrust dabei. Damit haue ich euch jetzt eine von Latz, auch wenn ich immer noch nicht so gut mit der umgehen kann. Oh, du Miststück. Aber wenigstens hat es deinen Kollegen erwischt. Ist ja gut, oder was? Boah, nee, nicht hinter den Wölfs. Hinter den Wölfs, das ist nicht gut. Hinter den Wölfs ist nicht gut! So, also dem Kerl haben wir es schon mal gezeigt, dem sowieso. Und der hier ist auch breit wie Schmidts Katze, wenn ich drüber fahre beim Rückwärts-Ausparken. Oder was? So, was sind das für komische Töne? Ist hier noch irgendwo ein Vieh unterwegs, das uns an den Latz fahren will? Weil da hätte ich ja überhaupt keine Lust drauf. Wo bin ich denn hier gelandet? Reiselust klingt schon mal lecker. Wölfe wachsen auf Bäumen? Wieder was gelernt. Das Spiel ist richtig lehrreich, du. Du bist so ein blödes Vieh. Ich bin aber auch zu blöd, dich zu treffen, offen gesagt. Oh shit, jetzt kütz. Ja. Gut. Auch diesen Wolf haben wir das Fell über die Ohren gezogen. Gib mir doch mal den Pilz hier, den kann ich gut gebrauchen. Haben wir hier sonst noch irgendwas Wertvolles, Interessantes? Nö. Gut, dann gehen wir doch mal in diese vertrauenserweckende Höhle, wo schon wieder eine Stachelratte auf Abreibung wartet. Und diese Armbrust, ne? Ich bin zu blöd dafür. Ich muss genau in der Mitte sein, sonst wird das nichts. Boah. Komm schon, ich will dich abknallen. Wenn du denkst, es geht nicht mehr. Oh. Dann stopf von irgendwo ein Peter her. Wir bräuchten echt mal irgendwas, womit wir denen die Stacheln ziehen können. Aber ich habe bei unseren Jägern, glaube ich, sowas gar nicht gesehen. Ah. Na, wie dem auch sei, die Höhle hier scheint soweit jetzt frei zu sein. Wo gehen wir denn lang? Boah, hier gibt es richtig viele Wege. Wir gehen mal zuerst hier hoch. Und finden was, womit wir nichts anfangen können, weil wir können ja nichts abbauen. Wenn wir das irgendwann abbauen können, dann sollten wir uns diese Stellen mal merken. Weil das wäre ja blöd, das Material hier liegen zu lassen. Das kann man doch bestimmt... Oh. Und nochmal von vorne. Aua. Wer sagt's denn? Geht doch. Sind das immer so leichte Kombis? Oh ja, hier gibt's was Schönes zum Verschachern. Wie war denn das eigentlich mit Schlösser öffnen? Gab's da mehrere Stufen oder nur die eine? Drei Stufen gibt's beim Schlösser öffnen, okay. Also gibt's bestimmt auch noch härtere Truhen, die wir nicht so einfach aufbekommen. Wo wir noch ein bisschen Talent für brauchen. Wo geht's denn hier hin? Also da mach ich mal erstmal eine Fackel an. Na, hier gibt's Gold. Ah, und ich glaube, das ist doch hier... Pass mal auf. Hey, krieg ich's wieder? War das nicht hier? Ich dachte, man kommt hier irgendwie vielleicht hoch. Kommt man auch, ha! Weil das hier ist nämlich die Höhle beim Banditenlager, wo wir hier alles gereinigt haben. Und hier gab es doch irgendwo hinten noch diesen Ghoul. Den Ghoul finde ich cool, dem haue ich eine vor die Schnur oder so. Der Lümmel war irgendwo hier unten, glaube ich. Da hockt er schon, vor dir habe ich keine Angst mehr. Außer wenn ich zu blöd bin, zu brennen. Oh. Oh ja, glaube ich's denn. Ah, jetzt kommt er doch. Ja. Da hast du schon das halbe Leben weg jetzt wieder, ne? Ja.
Uah, shit! Hat uns dieser miese Ghoul doch sowas von die Fresse verkloppt? Also das finde ich ja jetzt schon äußerst dreist, hör mal. Aber der kriegt sein Fett noch weg, das sage ich euch. Jetzt machen wir erstmal wieder die Kiste auf hier. Dann zeigen wir dem mal, was wir davon halten. Gib mir das Gelumbe. Aber ein bisschen zack. Ich glaube ja, wo es hackt. Lass mich mal hier hoch, bitte. Nehme ich mit. Blöder Ghoul, den hau ich zu Klump. Ja, die Ghule, die sind halt doch nicht zu unterschätzen. Diese Spezialangriffe von denen, die sind schon ganz schön heftig, wie man merkt. Lol. Komm schon. Jetzt hab dich nicht so. Man muss an der perfekten Stelle stehen hier, denke ich. Aha. Wo ist er? Den hau ich platt. Den mache ich alle. Wie kann der es wagen, mich zu hauen? Na, Worte, du Lump. Nicht mit mir. Zack. Boah. Habt ihr das gesehen, wie der direkt wieder hier, also... Ja, ist klar. Also ich habe dafür keine Worte mehr, Leute. Dieser Mistkerl macht direkt seine Superattacke hier und ich stehe da wie die Axt im Walde. Aber diesmal bin ich vorbereiteter. Ich nehme mir direkt mal die Heiltränke und hau die mir hier rein. Auf die Nummer 7. Was eine magische Zahl. Jetzt hole ich mir wieder das Zeug. Her damit. Dieser blöde Ghoul, der wird schon noch sehen. Ich konnte ja jetzt auch nicht ahnen, dass der seine Superattacke hier unbedingt machen muss. Das war eine richtig hinterlistige Nummer von dem. Die Ghule sind halt nicht zu unterschätzen. Die sind doch ganz schön stark. Hoch hier. Also man muss ganz an den Goldklumpen ran, dann klappt das wunderbar. Gut, probieren wir es nochmal und dieses Mal würde ich gerne überleben. Und wegrennen ist auch nicht bei den Biestern, wie wir gemerkt haben. Der ist nämlich extrem flink. Zonk. Ist gut, du Hund. Wir müssen diese Attacken unterbinden, wenn wir eine Chance haben wollen. Oh, das gibt's doch nicht. Ey, der kann mich doch mal, ehrlich. Gut, Leute, ich gebe zu, Ghule sind doch noch zu heftig. Wir lassen den Kerl jetzt einfach mal in Ruhe. Wir kommen hier sonst nicht voran. Wir wollen doch den Hof säubern. Mann, da lassen wir den halt in Frieden, wenn er nicht getötet werden will. Irgendwie kann ich es ja auch verstehen, dass der an seinem Leben hängt. Dann schnappen wir uns jetzt halt die Wertsachen, die hier noch rumlungern, und dann sind wir ab dafür, oder was? Wenigstens haben wir eine kleine Abkürzung zum Banditenlager gefunden. Kann ja eventuell auch mal ganz nützlich sein. Und den Ghoul, den merken wir uns. Der kriegt hier irgendwann auch noch sein Fett weg. Jetzt gehen wir aber erstmal nach unten. Da gibt es noch genug zu verprügeln. Wir haben ja hier das kleine Sumpfstück. Und dann gibt es ja auch noch die kleine Höhle, die in das winzige Tal da führt. Da gibt es ja auch noch die ein oder andere Bestie, die einer auf die Glocke will. Jetzt schnappe ich mir aber erstmal das Geflügeltier hier. Habe ich was getroffen? Ich glaube... Oh, doch, ich habe was getroffen, hä? Nee, habe ich nicht. Jetzt aber! Ha! Habt ihr voll Schiss vor mir, hä? Ja! Ja! Boah, alle sind aber ein bisschen viel. Ja! Ich brauche mal einen Heiltrank. Ey,
Danke für die Hilfe, aber das hast du jetzt davon. Du komischer Ordensbruder-Typ. Jetzt bist du nämlich tot. Aber danke für die Ablenkung. Schau, Benny. Da hat sich die Sache für dich wohl erledigt, hä? Tut mir leid. Das konnte ich ja jetzt nicht ahnen, dass du hier drauf gehst. Gut, also die Flügelbiester sind auch nicht so ganz ohne. Müssen wir auch ein bisschen Auge drauf haben. Dass wir da ein bisschen taktischer vom Kampf her an die rangehen, falls hier noch welche sind. Aber hier scheinen keine mehr zu sein. Doch, da hinten ist noch eine Portion. Sumpfkraut gibt es hier keins, hä? Eigentlich komisch, ist doch ein Sumpf hier. Ich komme. Ist klar, direkt auf mich drauf, oder was? So, jetzt du noch. Gut. Noch ein bisschen Reiselust für die Erfahrung. Mana-Pflanze und jetzt sammeln wir auch das schöne Kraut. Ich kenne da wen, der zahlt gutes Gold dafür. So, wo ist denn der andere Falter? Der liegt hier in der Ecke. Jetzt lasst mich mal an eure Truhe ran. Hier drin finden wir einen großen Heiltrank, 5 Bolzen und 53 Goldmünzen. Ist doch eigentlich ganz lecker. Jetzt müssen wir nur noch uns durch den Sumpf hier durcharbeiten. Hui. Ja. Ja, für den Benny tut mir das ja schon leid. Ich meine, der hätte ein langes Leben vor sich haben können. Aber wenn er sich einmischt und gegen Biester kämpft, die zu stark für ihn sind, da ist er auch selber schuld, wenn er dann tot am Boden kriecht. Ja. Danke dafür. Hey, wir können doch jetzt schleichen. Da können wir doch eigentlich heimlich hier die Hütte ausnehmen. Dürfte der ja dann gar nicht mitbekommen. Und nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Aha! Ja, sieht doch vernünftig aus. Das juckt den echt nicht. Ich plünder hier den ganzen Hof aus. Oh, was haben wir denn hier? Matrosenkleidung. Wetterfest und stabil. Dreckiger Dieb, denkst du, ich bin blind? Nee, aber blöd. Ja. Kann ich dich verkloppen? Ja. Oh, der ist unsterblich. Verkackt, ich bin schon weg. Ich bin weg und du wirst mich nicht wiedersehen. Oh, was liegt denn hier? Boah, ja, ist ja gut. Geh weg. Mach's wie ich. Und lass alles in Ruhe, was böse ist und weh tut. Warte, du Feigling. Niemals. Du bist unsterblich. Das nenne ich feige, du Dreckscheater. So. So, jetzt wo wir in Sicherheit sind, gucke ich mal, was wir hier so erbeutet haben. Vor allem hier schöne Reiselustpflanzen. Gibt's mal wieder Erfahrung auf die Beule. Eier gibt's auch. Oh yeah, Stärke plus 1. Das ist schön. So ein paar Stärkepunkte für zwischendurch kann man doch mal gebrauchen. So, Freunde. Begeben wir uns auf die Jagd. Wonach auch immer. Aber wir müssten beim Novizenhof dann auch mal ein bisschen was grillen irgendwie. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Ich hol schon mal die Armbrust raus. Ich muss ein bisschen höher zählen. Zonk. Nicht umrunden. Ja. So. Die wollten mich eiskalt umrunden. Habt ihr das gesehen? Aber da war ich voll gar nicht dafür. Ja, die hätten wir eher finden können. Naja. Konnte ich ja jetzt auch nicht ahnen, dass hier Klamotten in der Truhe liegen, hör mal. Eine Nachricht auf meinem Pager hätte genügt.
So, wo geht's jetzt hier lang? Oh, da unten sind Schwarzwölfe unterwegs. Lass mich mal einen Blick auf die Karte werfen. Oh lol, wir sind hier fast an der Vulkanfestung. Das heißt, wir sind hier auch in der Nähe. Rein theoretisch... Oh, Bolzen. Rein theoretisch... Wie ging das? Hier ging das, genau. Das ist nämlich der Tempeleingang von der Ausgrabungsstelle, wo wir hin sollen. Und das ist das kleine Tal, wo wir uns jetzt befinden. Die Vulkanfestung lassen wir aber erstmal in Frieden und auch die Ausgrabungsstätte. Ich würde nämlich ganz gerne erstmal mich zur Hafenstadt bringen lassen. Da haben wir genug zu tun, alles andere können wir bei Gelegenheit mal klären. Ja, die Wölfe scheinen auch schon alles gewesen zu sein am Biestern. Ah ne, hier ist noch was. Noch ein paar Krallenlümmel. Zonk. Komm her. Ja. Komm zu Papa. So, die Erfahrung wollte ich mir nämlich beim besten Willen nicht entgehen lassen. Oh, da sind Haufen Knochenmänner. Da unten sind Gnome, Haufen Biester. Ah, hier gibt es noch ganz schön was zu entdecken. Ja, wir gucken jetzt mal, ob wir beim Hof der Novizen wieder antreten können oder ob die immer noch nachtragend sind. Wäre ja recht traurig, ich meine, nur weil ich die beklaue. Also mal ganz ehrlich, wer wird denn sauer, wenn ich ihm sein Hab und Gut wegnehme? Sowas macht man nicht. Der soll es doch mal von der positiven Seite sehen. Wenn ich dem sein ganzes Zeug klaue, dann hat er endlich einen Grund, sich was Neues zu kaufen. Und wer kauft nicht gerne neue Spielzeuge? Oho. Bin ich echt mal gespannt, ob der uns immer noch eine von den Latz knallen will. Weil wenn ja, müssten wir eventuell eine unserer Witzrollen benutzen. Weil umhauen können wir den Sack ja nicht. Hallo? Mach, dass du wegkommst, Dieb. Ja, ist ja gut. Naja, fein. Mit dem hier gehen wir also dann im nächsten Video zur Hafenstadt rüber. Auf dem Weg wird uns einiges erwarten. Hier unten sind ja schon wieder Haufen Krallenfalter unterwegs, Mensch. Glaub ich's denn? Ja, Sumpfkraut gibt's ja auch. Na gut, aber ich würde sagen, das mache ich mit meinem Kollegen hier. Der hat bestimmt ein bisschen mehr auf dem Kasten als der komische Benny. Der wird das schon überstehen und überleben und hast du nicht gesehen, obwohl, ich weiß nicht, also ein, zwei können wir ja ruhig schon mal wegputzen, hä? Wenn wir schon mal hier sind. Hey. Oh, ey. Ich krieg den nicht getroffen hier. Ha! Oh, jetzt habe ich gleich die ganze Meute hier am Sack, hä? Guten Tag! Ja! Ah. Das war jetzt doch ein bisschen unüberlegt. Bin aber weg! Es sei denn, ich komme an den ran, dann probiere ich es. Gut, na dann kommt mal her. Ne, umrunden ist eine ganz gemeine, hässliche Sache, du Vieh. Komm schon, wer will noch? Oh. Also alle auf einmal geht auch nicht. Tja. Tja. Komm schon. Der nächste bitte. Hä?
Oh, Leute. Ja. Es reicht. Gut, jetzt haben wir es aber alle geplättet. Mein Gott, war das eine Armee. Also, dass ich so viele anlocken würde, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber wenigstens haben wir sie alle geplättet. So, und da würde ich nämlich auch sagen, machen wir für heute Schluss. Der Novizenhof ist soweit sauber. Und beim nächsten Mal lassen wir uns mal in Richtung Hafenstadt bringen. Danke fürs Zuschauen und tschüsseli!